Moin, hallo und kommt zurück zu Dingum. So, wir gucken mal. Ihr hattet noch ein paar Kommentare geschrieben. Ich habe jetzt natürlich nicht nachgeguckt, intelligenterweise, weil ich noch keine Zeit dafür hatte. Was haben wir, Theodor? Grüßes Cabbage by myself. Okay, komm, schon mal gekriegt. Annual Research. Cage gibt's zurück, okay. Und Skirchen hier. The animal you sent to us appears to have escaped in transit. We received an empty trap with only cherries inside. We've attached the cherries that were found inside in case that was a mistake. Ach, guck mal, einer schaut, der ist abgehauen. Alles klar, dann haben wir das gefunden hier. Weil ich das letztes Mal nicht. Ich hatte das letzte Mal weggedrückt. Wahrscheinlich habt ihr das in einen Kommentar geschrieben. Danke nochmal dafür dann. Alles klar. Der ist einfach verpufft. Entkommen sozusagen. Ein Helferlein vom Weihnachtsmann. Hätte ich jetzt beinahe gesagt. Und einfach entkommen. So, okay, was machen wir denn heute? Heute ist Donnerstag. Ich glaube, es ist ja voll von Kaktus. Das kommt immer gut. So, Kirschen packen wir mal. Da müsste ich eigentlich noch mehr von denen sammeln, damit ich noch mehr Kirschen kriegen kann. Cabbage habe ich auch keinen mehr. Guck mal. Da müsste ich echt noch mehr von denen fangen, wenn ich noch ordentlich Kirschen kriegen kann. So, okay, wir sammeln die mal ein, bevor hier gar nichts mehr geht. Ich muss mal gucken, was ich dafür brauche, dass wir nochmal einen bauen können. Was? Der hat nur zwei gemacht? Wieso? Gut, die haben alle drei gemacht, hier nur der nicht. Ich muss die auch woanders hinstellen. Einer bei rumgekommen, schade. So, und hier ist nichts drin. Okay. Erstmal bei gegenlaufen, kein Problem. So, das geht erstmal da rein. Und das geht alles hier rein. Dann haben wir wieder Platz. So. Sehr gut. Gucken wir mal. Hallo, Franklin. Was ist die Recipe für eine Beach Bar? I can teach you how to craft a Beach Bar für 5000. Klar, danke. Nice. Kann ich mit dir nochmal reden? Ja, lass uns reden. Oberholz reden. Lass uns reden. I've been trying to get more sleep. Unfortunately, every time I lay down, I get a new idea and I have to get back up and start working on it right away. Ja gut, ich sag mal, wenn einem was einfällt, ne, bevor die Idee verloren geht, müsste man sie sich wenigstens aufschreiben. Aber du gehst gleich wieder an die Arbeit, ne? Jupp. Kann ich was fragen? Was kostet bei dir nochmal ein Quarry? 70.000? Und was brauchte ich dafür? Könnte ich das noch herstellen? Vielleicht. Wir überlegen, ob ich noch einen herstelle. Jo, machen wir. Probieren das mal. Kostet mich zwar 70.000, aber wenn wir noch mehr sammeln können, geht das eigentlich ganz gut. Dann kann ich passiv sozusagen das sammeln. Die müssen dann hier auf jeden Fall weg, die müssen woanders hin. So, warte mal, was brauche ich jetzt? Altes Spielzeug brauche ich drei. Contraption, zweimal die. Buttonboard brauche ich drei. Iron Bars, Old Contraption, Old Gears. Alles bis auf vier Eisenbarren, ne? Haben wir alles. Na, es passt. Dann geben wir das gerade in Auftrag, weil dann haben wir noch einen. Dann haben wir schon fünf. Dann haben wir schon die Hälfte eigentlich, hätte ich beinahe gesagt. Hey Franklin. Willst du was bauen? Ein Quarry hätte ich gerne. Den können wir rausnehmen. Commissioned. Du bist interessiert an meinem Quarry? Yep, bin ich. Ich brauche noch einen. Okay, lass ihn bauen. Okay. Mach's gut. Da muss ich mal schauen, dass ich die demnächst irgendwo mal woanders hinbaue, weil der Platz wird langsam ein bisschen schwierig. So, zu Rain geht noch nicht, glaube ich. Ist zu früh. Wir gucken mal gerade, ob es noch Aufträge gibt. Straßenlaternen können wir noch bauen, das hatte ich ja letztes Mal vorgehabt, da können wir noch mal gucken. Want to practice smelting. Collect Spinifex Tuff, kriegen wir hin.
Franklin. Können wir nicht anquatschen, glaube ich, deswegen, ne? Ich glaube nicht. Muss ich mal gucken. Hey Rin. Spinifex Tuft. Kann ich dir das noch geben? Ich glaube nicht. Ich glaube, du bist beschäftigt jetzt. Wir gucken mal. Ich nehme mal einen Spinifex Tuft raus. War hier. Ja. Spinifex Tuft. Schaufel kann ich hier nirgends dazwischenquetschen, weil das ist alles voll, ne? Oh boy. Ungünstig. Gib mir mal das hier und dann gib mal die Schaufel da rein. Und dann müssen wir hier hingehen. Wir müssen echt mal für Klamotten irgendwo eine neue Kiste bauen. So, dann gehen wir das ab, beziehungsweise fragen mal Franklin, aber ich glaube, Franklin ist beschäftigt. Ich würde Franklin das gerne noch in die Hand drücken. Ja, Franklin, ich bin's wieder. Oh, we are actually quite busy right now. Lass uns reden. Ich hab das für dich erledigt. Oh, you brought me one Spinifex Tuft. Here you go. Okay, macht er doch noch. Gut. Habe ich falsche Erinnerungen. Dankeschön. Mach's gut. Puh, da haben wir Schwein gehabt. Ich dachte schon. Okay, die packen wir weg und dann weiß ich noch gar nicht. Was mache ich denn dann? So, wir können. Was haben wir denn für Aufträge? Gumlock Trees planten, 3000 Dings machen. Kriegen wir hin. Wir haben hier noch Honig, habe ich gesehen. Wir können wieder Honig sammeln. Ich weiß nicht, kriege ich dafür 3000 Dings? Ich glaube nicht, oder? Wir probieren das mal aus. Ich bin mir nicht sicher. Schon eine Weile her. Gehen wir mal gerade ab. 10 mal Honig. Dann können wir vielleicht 3000 Dings machen und dann muss ich. Ziel das denn überhaupt Verkauf? Da steht jetzt. Das ist jetzt Obst und Schmetterlinge. Ich könnte natürlich auch welche fangen, aber. Wir gucken mal, ob das mit Honig auch geht. Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher. Hey John. Komm, du hast gut. Wie kann ich dir helfen? Ich möchte gerne Sachen verkaufen. Den Honig. Mal sehen. 35.000. Okay, gut. Okay, haben wir gekriegt. Dankeschön. Mach's gut. So, wir müssen zwei Bäume pflanzen und wir müssen noch Gamut-Logs machen. Hey Melvin. So. Gucken wir mal. Wir müssen jetzt hier noch einen Baum fällen. So. Ich muss ich. Moment. Harvest Tree Gumlock. Oh ne, muss ich die hier sammeln? Jo. Ja gut, dann sammeln wir die. Haben wir geharvestet. Haben wir geharvestet. Okay, dann. Pflanzen wir. Warte, wir können ja noch ein paar pflanzen. Wir können die ja wieder zurückpflanzen hier, wenn ich die schon kaputt gemacht habe. Nee, da nicht. So, okay, das ist ja auch fertig. Dann haben wir das auch schon erledigt. Ja, und jetzt? Jetzt ist der halbe Tag noch über, ne? Wir können ja mal gerade gucken, was bei Shader noch so ist. Ich muss eigentlich mal wieder in die Mine bei Gelegenheit. Was haben wir heute? Vor Chicken Eggs. Toll. Big Chicken Eggs zählen, glaube ich, nicht, ne? Müssen wir gucken. So, was könnte ich denn jetzt machen? Ich müsste eigentlich mal ein bisschen. Achso, die Glühbirnen wollte ich bauen hier. Ich muss sogar gucken wegen der Straßenlaternen. Dass wir da drüben auch noch welche hinbauen. Da brauchen wir, sagen wir. 4? Sagen wir mal 4 erstmal. 4 Laternen. Ich weiß nicht, ob das dann alles abdeckt, aber wir gucken mal. Ich brauche die hier, ne? Ja, Street Lamps.
Das heißt, ich brauche 4 Kristalle, 4 Eisen und 4 Glasbulb. Und es regnet. Natürlich. Eisen haben wir hier noch. Kriegen wir irgendwie hin. So, Kristalle. Ne, da. 4. Und Glasbulbs. 4 Stück. So. Dann gucken wir mal hier. Craften. Vier, gecraftet. Das geht da rein. Da können wir drüben die Straßenlaterne noch aufbauen. Dann haben wir da auch noch welche. Dann haben wir da ein bisschen Beleuchtung da drüben. Die geht komischerweise bei Schauer nicht an, ne? Das wundert mich ein bisschen. Ich habe hier auch noch keine gesetzte Sehigkeit, ne? Moment, was ist denn da drin? Da ist schon wieder einer drin. Oh, habe ich dich hier die ganze Zeit sitzen lassen? Das tut mir leid. Da muss ich dich gerade wegbringen. Das habe ich nicht gesehen, dass du da rumhüpfst. Ich dachte, du wärst schon nichts mehr da. Bin überlegen, ob ich den noch behalte, aber ich schicke den mal weg. Wir haben hier ein Pärchen, oder? Ja, komm, wir schicken dich mal weg. Wenn noch einer auftauchen sollte, dann vielleicht. Mach's gut. Okay, die Delivery kommt nicht an, das wissen wir schon. Was nicht so schlimm. So. Ich finde das ganz angenehm mit den Schauern, muss ich zugeben, weil dann brauchst du hier nicht kurz so viel machen. Da war der Melone, die konnte ich mitnehmen, aber ich lasse sie mal hängen. Und da setzen wir die Straßenlaternen, das ist da drüben. Dann haben wir die auch erledigt. Ja, und dann muss ich mal schauen, ich muss Baumaterial vorbereiten hier für den Platz. Ich will den Platz mal umbauen. Wir brauchen ein paar Stühle, ein paar Tische. Wir brauchen. So, jetzt müssen wir gerade gucken. Da setzen wir einen hin. Da einen hin. Da kann noch einer hin. Hier kann noch einer hin. So. Okay, aber das. Hier müsste noch einer hin. Ja, hier müsste noch eine hin und dann da vielleicht noch. Hier kann noch eine hin. Also zwei Stück noch oder so. Vielleicht drei. Ich denke mal zwei. Zwei sollten kein Problem sein. Wir haben ja noch Eisen da. Wobei, dann ist Eisen aus, ne? Das ist natürlich nicht so geil. Wir haben das Eisen komplett verbraten. Wir müssen definitiv wieder in die Mine gehen. Kupfer könnte ich mal gerade gucken. Wir brauchten doch noch ein paar Kupferstücke für die Sprinkler. Wo war denn? Wir könnten die Straße eigentlich noch bauen hier, ne? Den Asphalt, den wir haben. Wo waren das jetzt? Bin ich doof? Ja, ich bin doof, wahrscheinlich. Da ist der Sprinkler. 5 Kupfer. Puh, das ist eine Menge. 4 Quarz ist nicht so schlimm. Springs und Gears kriegen wir wohl auch noch irgendwie noch ein bisschen hin. Nicht mehr so viel, aber ein bisschen. Wir brauchen aber die anderen Sachen noch. Und der Tank braucht Contraption, kein Problem. Nägel, Iron Bars wird ein Problem, weil Iron Bars sind alle Tin Sheets. Puh, das ist auch ein Problem. Müsste ich jetzt sammeln gehen. Das heißt, da müssen wir noch mal ein bisschen sammeln. Okay, dann wird das auch erstmal nichts. Tja, sonst. Was könnte man sonst noch machen? Nicht noch was Neues hier? Nee, ne? Die Beachbar. Pillar. Kamut Entrance. Oh, uns fehlen noch so viele Sachen, ne? Die wir noch lernen müssen.
Ja, müssen wir gucken. Schauen wir mal, wie sieht das mit unseren Kirschbäumen aus? Ich gucke die noch mal gerade nach. Die sind ja auch noch da. Und dann weiß ich gar nicht, ob wir jetzt noch was machen könnten oder fangen an zu wachsen. Okay, das wird noch eine Weile dauern. Hier könnte noch eine Treppe hin. Können wir gerade noch eine bauen? Und ich hätte gerne noch einen Durchgang zum. Ach nee, ich wollte ja was umbauen, ne? Wo könnte ich denn dann vernünftig parken? Warte, haben wir noch eine Stufe hier, zufälligerweise? Stufe, Stufe, Stufe. Ne, aber nicht mehr. Mist. Stufen. Stufen, Stufen. Hardwood, Zement, Brick, Zement. So, Bag of Zement. Bag of Zement. Okay. Bag of Zement, hier. Crafte er mir 4. Okay, achso, der sagt dir, wie viel dabei rumkommt. Okay. Quetschen wir dich jetzt mal hier hin. Okay. Dann haben wir das. Da ist die Stufe drin. Das ist hier drüben mal gucken. Hier muss ich halt mal lang hüpfen, ne? Das ist auch scheiße. Ach stimmt, wir sammeln ja noch fürs Angeln. Das heißt, ich kann hier eh gar nichts lang buddeln. Ja, wir müssten hier nochmal um die Ecke ein bisschen. Also hier müssten wir noch was machen. Ich würde nämlich gerne noch lang gehen können. Müssen wir mal schauen. Räumen wir das Zeug hier weg. Ach, ich habe keinen Platz. Mist, habe ich noch irgendwo Platz für Baumwollsachen? Schaufel. Nope. Jo. Okay. Machen wir das auch weg. So. Ansonsten. Weiß ich gar nicht, was hat man jetzt noch? Anpflanzen weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube, das ist alles fit soweit. Nee, ist aber alles cool. Da muss ich nochmal pflanzen, aber da muss ich nochmal schauen. Wir haben jetzt 12. Ja, komm, wir pflanzen noch ein bisschen was ein. Tomaten habe ich noch da. Doch, die halten noch eigentlich bis nächsten Monat. Da können wir noch hier einpflanzen. Dann pflanzen wir ein paar Tomaten. Tomaten. Und Spring Summer, rote Beete muss ich dann als Ausgleich noch bauen. Anbauen meine ich. So. Tomaten müsste ich dann, ja, kann ich nur eine Reihe 4 pflanzen, ne? Das ist nicht so geil eigentlich hier, aber gut, das jetzt zu machen, ne? Hier können noch Tomaten hin. So, so. So. Den Rest auffüllen, ne? Okay, das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Okay.
können wir nochmal durchhaken. Okay. Machen wir hier rote Beete hin. Komm, passt schon. Ich will jetzt nicht zu viel Tomaten machen. Rote Beete kriegen wir hoffentlich nochmal ein bisschen. Muss ich dann natürlich wieder auffüllen. So, dann haben wir ja wieder ein bisschen was geschafft. Nice. Oh, ich sehe gerade Kacke. Müssen wir wieder einsammeln hier. Das machen wir aber nächstes Mal dann. So, ich mache jetzt wieder Stopp, weil meine Stimme sich langsam wieder verabschiedet. Und mir immer noch ein bisschen Banane ist. Ja, wir haben echt nicht viel geschafft, ey. Ich muss mal gucken, dass wir jetzt endlich mal den Platz weitermachen da. Ich muss mal gucken, was ich machen kann. Ich brauche eigentlich, weil haben wir Möbel überhaupt, die ich craften könnte? Nee, kann ich gar nicht. Ich könnte mal Melvin mal nachhaken, ob wir da Möbel haben. Ich brauche Möbel für draußen. Aber ich glaube, wir haben nur Parkbänke im Augenblick. Das ist ein bisschen wenig eigentlich. Ja, mal gucken. Ich müsste da auf jeden Fall einen Großteil pflastern. Dann wollte ich da ein bisschen so alleemäßig irgendwie was machen. Wo, ringsrum da ein paar Bäume sind und sowas. Und, ja, da muss ich mal schauen, wie ich das machen kann. Das muss ich mal gucken. Das kriegen wir mal hin. In der nächsten Episode. Wir haben ja jetzt die Straßenlaternen geschafft diesmal. Ein bisschen noch was vom Garten. Und, ja, sonst haben wir die Dailies noch gemacht, ne? Der war jetzt auch nicht gerade. Ich hoffe, das war erstmal okay für euch. Ich werde mal schauen, dass wir noch weitermachen können. Also nächste Episode würde ich sagen, dann den Park. Also da, wo unser Blumenlabyrinth ist. Das werde ich ein bisschen aufdröseln. Blumen ja. Ich werde die Blumen mal ringsherum ein bisschen verteilen. Den Zaun könnte man hier auch umbasteln. Müssen wir mal gucken, wir brauchen dann nochmal eine Menge von der Hecke oder sowas dann, ne? Oder ich mache den Zaun dahin, den wir dann eigentlich für Friedhof fanden. Den müssen wir ja auch mal weitermachen. Noch gar nicht weitergemacht. Ich weiß nur nicht genau, wie wir das bauen. Wie ich mir das gedacht habe. Das muss ich mal schauen. Kriegen wir hin. In der nächsten Episode, würde ich sagen. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.